Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Soul Silver. Wir haben ein Pokémon an der Angel und was es sein wird, erfahren wir jetzt. Bitte ein Carpador, bitte ein Carpador, bitte ein Carpador. Was soll sonst sein außer Carpador? Das ist ein Quapsel Level 10. Quapsel wäre eigentlich auch eine relativ gute Idee im Vergleich zu Fleckmon, zumal wir noch kein Wasser-Pokémon besitzen. Ich würde mal sagen, das werden wir jetzt mal schwächen. Biss oder Kehrtwende? Biss, oder? Biss. Super Schein nicht, das haut sich wirklich noch selber dann um. Das ist ein mega Schaden. Ja, das eigentlich auch Psycho-Attacken, so aus die Konfusion? Oder hat das nur. Ja, am Anfang lernst du, kannst jetzt bestimmt Blubber. Ich glaube, es lernt keine Psycho-Attacken. Wow, Nassmacher macht die Frame-Rate einfach runter. Ich habe, glaube ich, schon mal gegen. Frame-Rate steht übrigens da, falls du gucken möchtest. Ja. Ich habe schon mal gegen einen Quapsel gekämpft, das war von irgendeinem Händler gewählt. Das war irgendein Angler gewesen in der Route vor dem Einheitstunnel. Ich glaube, es lernt keine Psycho-Attacken. Es wird ja später Quabo, ist ja auch Wasserkampf. Ich denke nicht, dass es Psycho-Attacken lernt. Von der Spin-Hypnose lernst du, oder? Gut, wenn du das als Psycho-Attacke mitzielst, ja. Nee, ich dachte, dass die Konfusion dadurch, dass sowas nicht. Durch seinen Spitznamen einfallen lassen. Ich wäre für Drehrumbum. Weil so ein bisschen dieses Muster hier ist so ein bisschen wie so ein Drehrumbum. Die Ausrichtung seiner Spirale hängt von dem Gebiet ab. Man sagt der Äquator, aber dann ist das bei Pokémon auch so eingespeist, wenn man jetzt ein anderes Quapsel fängt, woanders, dass da vielleicht die Spirale andersrum gebaut ist? Ist mir nicht bewusst, weil auch das ist ein Pokémon, mit dem ich mich nicht so viel beschäftigt habe. Wie nennen wir es denn? Ich will für Drehrumbum. Fällt dir was Besseres ein? Obelix, weil es blau-weiß ist und Muckis haben wird. Ach nee. Das wissen wir noch gar nicht. Also, Quapsel nehmen wir zwar dann ins Team, aber nur den Vorbehalt, dass wir bald einen Wasserstein finden. Falls der nächste Wasserstein nicht mehr in die Route liegen sollte, wird Quapuzzi bei Zeiten aus dem Team entfernt werden. Ich denke, dass man sich schon im nächsten Kaufhaus das kaufen könnte. Hat irgendwie ein Gefühl, in der zweiten Generation konnte man die nicht kaufen, sondern hat man die irgendwann zwischendurch gefunden. Wir haben auch noch diese eine Stück, wo wir eigentlich für Gelbären für Stück eigentlich mal weggeben wollten, in der vorherigen Stadt, was wir nicht getan haben. Wenn wir das mal so weit laufen. Das machen wir, wenn wir in Viola City, wenn wir dann. Da kommen wir ja bald wieder hin nach Viola City. Also nehmen wir es jetzt Drehrumbum. Passt sogar hin, ich bin erstaunt. Natürlich passt hin. Hast du den Namen schon mal vergeben? Nee, man hat 10 Felder frei. Das ist doch Standard. Ich weiß nicht mal, was ein Drehrumbum ist. Das ist ein Wort für ein Ding, was sich dreht. Ja, Greg. Wieder Greg. Hat er nicht letzte Folge schon zur Aufnahme gestört? Guten Tag, Cloud. Greg am Apparat. Wie geht's? Eben habe ich ein wildes Hornlium mit nur einem Schlag besiegt. Ja, wir haben 2 stehen. Ging so zu Boden, dass ich fast Mitleid hatte. Bis demnächst wieder. Wieder auch nur mit einem E geschrieben. Mit ID geschrieben. Eigentlich mit IED. Das war natürlich ganz schwach. So. Also schauen wir jetzt mal weiter, was der Steinechenwald und so nützt. Vielleicht gibt es jetzt andere Pokémon hinter dem Zerschneiderbereich. Schutz wirklich. Apropos, wollten wir nicht Würfel-Challenge machen? Hatten wir das nicht eigentlich letztes Mal gesagt gehabt? Stimmt, jetzt muss ich sagen. Würfel-Challenge war nur gegen Pokémon-Trainer? Obwohl. Wir hatten es auch gegen Wilde gehabt. Das hätte jetzt auch gegen Quapsel eigentlich noch sein müssen. Stimmt. Wir hätten das auch. 6, wir müssen fliehen. Aber das wäre leicht verdient Erfahrungspunkte, bitte. Wir hätten auch gegen Quapsel fliehen können, wenn wir Pech gehabt haben. Alles, was wir hier an Training verpassen, müssen wir auch genau haben. Was ist der? Ist das der Typ, mit wo wir gleich Kopf genau. Kommen? Das ist der Typ, wo wir gleich. Ach, nee, das ist ein Baum, der da steht. Achso, hier geht es nur eins rein. Das ist der Freiraum, genau. Und da drüben ist wieder ein Freiraum. Und da ist schon wieder die Kimono-Frau. Aber wir wollen ja zuerst zum Kopfnussmann, oder? Achso, ich dachte, das ist eine Trainerin. Nee, das ist die Kimono-Frau. Die wird sie ja hier nicht rausholen. Kimono, Kimono, mein Gewand. Sage mir, wie finde ich zum Waldesrand? Was sagt ihr da? Ihr wollt mich schon einmal gesehen haben in Viola City? Gewiss täuscht ihr euch. Aber wärt ihr unter Umständen so freundlich, meiner Wenigkeit den Weg aus diesem Wald zu weisen? Wenn wir das jetzt machen, müssen wir sie oben oder unten rausführen? Links oben, glaube ich. Nehmen wir sie mit, oder? Seid ihr euch sicher, aber ihr wird doch selbst hier noch durch diesen Wald. Kennt ihr euch wirklich den Weg? Zu Bad. Batman, was ist los? Sian, möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich gehe schon mal vor. Ohne unser Zubat, oder? Ich denke, wir sollen ihr den Weg zeigen. Und uns vertraut sie nicht, aber einem Pokémon, oder was? Wir sollen ihr den Weg zeigen und sie geht schon mal vor. Was ist das für ein Blödsinn? Ja, und wir sollten ihr den Weg zeigen. Uns sagt sie, schafft ihr das überhaupt? Aber so ein Zubat, glaubt sie. Okay, zugeben, es ist Batman. Batman würde ich auch vertrauen. Aber Eigentlich müssen wir es Robin nennen. Naja, eigentlich werden wir es. Robin nicht der weibliche Charakter von Batman? Nein, Batwoman ist der weibliche Batman-Charakter. So was gibt's, Batwoman? Ja. Das ist die Enkelin von dem Butler, Alfred. Okay. Ich kenne mich ziemlich aus damit. So, was macht der Typ da? Es tut mir leid, dass Batman mein Lieblingscomic-Held ist. Er rennt gegen Bäume?
Was ich hier tue, fragst du. Ich schüttle Bäume mit Kopfnuss. Willst du das auch mal ausprobieren? Ich bringe dir sie gern bei. Kopfnuss, richtig guter Attack. Stärke 70, ja. Kann die Gegner zurückstecken lassen. Die Frage ist bloß, kann er das mehrmals beibringen? Kann er das jedem beibringen? Nein, nicht jeder kann. Du wählst jetzt ein Pokémon aus und dann kommt, möchtest du dieses Pokémon Kopfnuss nehmen. Kann er das Harald beibringen? Gut, tut es schwach im Angriff. Batman wäre es eigentlich eine Verschwendung, oder? Weil er auch schwach im Angriff. Ich würde es Harald, oder? Ja, probier mal Harald. Ja, warum nicht? Die Frage ist halt nur, kann er es mehrmals verlernen? Das ist auch wie ein Tutor, der es nur einmal beibringen kann. Dadurch, dass das relativ günstig ist bei Bäumen, würde ich sagen, bringt es bestimmt öfter bei. Aber auch bei der Kante, der bringt es wahrscheinlich wieder bei, wenn wir Kopfnuss vergessen. Also Tackle Attack, oder? Natürlich. Deswegen Stärke 70, lässt Gegner eventuell zurückschrecken, schüttelt Bäume und scheucht Pokémon auf. Genau. Das musste ich tun, um meinen Pokédex, wie bereits erwähnt, zu vervollständigen, aber damals noch in Weiß 2, weil mir noch Kikugi und Kinoso gefehlt haben. Meinte man da auch Kopfnuss, die Bäume schütteln? Ja, ja. Nein, also das musste ich hier in Seelen-Silber tun, weil mir ein Kikugi noch gefehlt hat. Und das kann man im Park der Freude. Wenn man ganz rechts eine Wand hochkraxelt, gibt es einen einzigen Baum, an dem Kikugi runterfallen kann. In der vierten Generation, ohne dass man das in Diamant und Perl mit Honig machen muss. Okay. Und mit Honig wäre das. Stimmt, Honig war das damals gewesen. Genau, das gibt's hier zum Glück nicht und hier konnte das einfach mit Kopfnuss machen. Hehe, na was sagst du? Jetzt wirkt dein Harald doch gleich viel wuchtiger. Oh ja, das tut Harald auf jeden Fall. Wollen wir das doch gleich mal meinen, wo ich zu Kopfnuss einsetze? Genau, was ich damit meine mit Pokémon runterschütteln, das wird uns Harald gleich demonstrieren. Indem er seinen mächtigen Schädel gegen den Baum haut. Was kommt jetzt? Das ist völlig überraschend, ein Tanzer. Krasser Scheiß. Ein Tanzer. Auf Level 7? Batman setzt Ruheort ein. Warum nicht? Tanzer setzt Finale ein. Also hätten wir es wahrscheinlich eh nicht gefangen. Stopp nicht. Wow. Finale Stärke 250? 200. Explosion ist dann auf 250 runtergesetzt worden. Gibt's hier was anderes außer Tanzer? Da gibt's hier nur Tanzer. Oder mit seltener Wahrscheinlichkeit ich auch. Ich weiß es ein nicht. Es kann, glaube ich, sogar Scaraborn runterfallen, ganz selten. In dem Gebiet schon. Irgendwo. Gott sei Dank, Scaraborn wäre sensationell. Ansonsten, Hornlios und Kokunas können runterfallen. Ja, Standard. Machen wir hier mal nicht. Also bringt er nochmal Kopfnuss bei. Was ich hier tue, fragst du. Ich schüttle Bäume mit Kopfnuss. Willst du auch mal ausprobieren? Der bringt jedem Kopfnuss bei. Sensationell, oder? Dann würde ich sagen, Hutu, Tackle statt Kopfnuss. Hulk Hoden, Kopfnuss statt Tackle. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich Pokémon Kopfnuss. Na dann, Hulk Hoden, Tackle statt Kopfnuss. Jawoll. Sensationell, oder? Das ist ja geil. In späteren Spielen war, glaube ich, konntest du, glaube ich, TMs auch unendlich oft verwenden, neben VMs. Sehr spät, also in der fünften Generation schon, ja. Aber es gab auch manche Tutoren, die hier rumstanden, die es auch nur ein einziges Mal beigebracht haben. Und da war ich mir halt unsicher. Wenn du sagst, du möchtest auch Drehwumbum reinnehmen ins Team, ich glaube, der kann auch Kopfnuss lernen. Okay. Aber mal gucken, ob wir nochmal zurückgehen. Wollen wir es VM-Sklaven auch gleich noch beibringen? Jedem bei, der es beibringen will. Na, dann wäre es Aaron. Onyx lernt das bestimmt auch. Aaron und vor allem Slave wären dann noch. Batman kann garantiert nicht Kopfnuss lernen. Probieren wir es mal. Nein, natürlich nicht. Das sag ich ja. Na, vor allem Slave nicht, den setzen wir eh nicht ein, aber Aaron setzen wir zur Not ab und zu mal ein, nicht wahr? Vor allem Slave brauchen wir es nie beibringen. Naja, es ist ja sowas wie eine Terrorattacke, das in die Richtung einer TM geht. Härtner weg. Nur falls du würfeln musst. Ich hätte auch wieder Tackle weggenommen. Auch machen können, wenn noch klar. Ist aber ganz schön langsam hier der Emulator, oder? Ja, dann machen wir wirklich vor allem Sklaven keinen Kopfnuss mehr, das dauert sonst zu lange. Mhm. Gehen wir jetzt schon zurück und holen Drehrumbum? Nö. Aber wir haben hier schon ein bisschen Training bekommen. Ach nö, machen wir im nächsten Gebiet dann. Okay. Also jetzt den Pokémon könnten ja auch noch ein bisschen Training verfahren. Jetzt gibt's Zubat sogar schon in Wäldern, nicht bloß in Höhlen. Halt! Nee, gibt es auf Zubat nicht. Kein Würfeln? Da hätten wir unter Umständen jetzt 40.000 Attacken machen müssen, weil das hier gegen alle. Liegt hier was? Ist das eine Antäuschung? Nee. Da vielleicht liegt was. Kannst du ein paar Mal A drücken. A drücken durch die Gegend laufen. Mach ich doch. Komm. Ob wir nochmal Finale bekommen? Vielleicht macht Hulk Hoden einen besseren Kopfball. Oh, da ist komplett nichts. Das kann auch passieren. Amon, da hängt doch noch bestimmt was dran. Der Baum sieht doch so auffällig platziert aus. Nicht. Also, wie siehst du das, dass hier nichts los ist? War es ein Hinweis, dass wir nach links gehen, rechts gehen sollen für Kopfnuss? Retten wir uns dazu, wie das Licht durch die blauen Kronen steht. Ich glaube, es ist eher ein Hinweis, dass hier vielleicht die DMs liegen. Meinst du? Ich sag ja, vielleicht. Mit kompletter Lösung wollen wir es wissen, aber.
In Komplettlösungen? Achso, Internet-Komplettlösungen, ja. Lösungshefte schreiben und Sichtbarität ist nämlich nicht mit auf. Jetzt da ist. Ach, jetzt bei Kokuna würfeln wir wieder. Zwei. Du musst es immer so zurechtlegen, wie du es brauchst. Du bist sehr inkonsistent mit deinen eigenen Challenges. Eins, Kehrtwende. Das reicht. Das kriegt aber nicht noch der da eingewechselt wird, auch noch Erfahrung. Der wechselt ja nicht ein, der Kampf ist ja vorher vorbei. Yay, Level. Nee, Quatsch, Level 50. 50 Erfahrungspunkte. Level 50 wäre schon nicht schlecht. Und jetzt reicht mir so, als wäre ich wieder Schutz aktivieren. Das reicht mir schon wieder hier. Alle paar. 5 und 6 ist fliehen. 5. 4 fliehen. Wir ziehen das wirklich gut durch mit Challenges. Wir beachten die Challenge manchmal überhaupt nicht. Dann wird sowas gelegt, wie wir es brauchen. Hey, du hast dir das mit den Dingern ausgedacht. Ich hätte einfach bloß entweder ganz normal gespielt oder von Anfang an schon Dauer-Nuzlocke. Nuzlocke ist aber doof, wenn du das Pokémon noch verlierst, wenn du so lange trainiert hast. Bisher ist... Willst du das eigentlich schon mal irgendein Pokémon, außer hat Aaron zum Beispiel, besiegt worden? Weiß nicht, was hier los? Da kann man dann hinsurfen. Spoiler, es gibt vor allem Surfer. Das war schon der Steinreichenwald? Ja. Ist der so kurz? Ich habe auch gedacht, vielleicht Trainer noch drin sind, aber ja, scheinbar, es war der Steinreichenwald. Oh, guck mal ins Mad Bull. Oh, du erstellst ein Pokédex, dann kämpfst du bestimmt oft gegen andere Pokémon, stimmt? Setze dabei doch ab und zu mal die Attacke aus dieser TM ein. TM 12. Sonntag? Nee, früher hat sie uns Lockduft gegeben in dem Originalspiel. Verhöhner, auch gut. Soll man das beibringen? Ich brauch das nicht, oder? Verhöhner ist gut, wenn du gegen andere Spieler kämpfst, aber nicht für den Story-Modus. Die körperlichen Schaden, also speziellen Schaden, gilt hier gar nicht bei Verhöhner oder was? Kannst du das nicht mehr machen, spezielle Attacken, weil da steht nur noch Schaden, die körperlichen Schaden anrichten. Ist das in Bezug auf physische Angriffe oder ist das einfach nur auf Angriffe? Attacken, die Schaden zufügen. Okay, hast du den Schrein gesehen, womit man den Schutzpatron holt? Ich gestern, heute Morgen. Der Patron wacht sich jederzeit über den Wald. Das ist bestimmt ein Pflanzen-Pokémon. Das ist sogar ein Pflanzen-Psycho-Pokémon. Möchtest du das Medbo nicht ansprechen? Ach so. Vielleicht gibt es einen Eintrag im Pokédex. Nein. Es sagt bestimmt Med! Oder Bo oder irgend sowas. Matt Brot. Smet Smet Bo! Ich hasse Smet Bo. So, Route 34. Wollen wir Zubat weiter trainieren oder wollen wir jetzt erstmal auf ein anderes Pokémon wechseln? Ja, Zubat hängt am meisten hinterher von den anderen Vieren, die wir so als Kampf-Pokémon haben. Ich hätte jetzt fast dafür, wir nehmen erstmal Harald mal wieder. Ich kann ja mal gucken, wer kurz vom Level-Up ist. Route braucht noch 62. Hutut können wir einwechseln, oder? Zum Beispiel auch mit Kehrtwende. Weil Batman gerade was gelernt hat, ich würde Harald mal wieder einwechseln, weil ich mit Harald haben wir lange nicht mehr gekämpft. Na gut. Ich beuge mich gern deinem Urteil. Tipps für Trainer, der Radioturm von Ducatia City im Norden veranstaltet gerade eine Sonderaktion. Wer die Quizfragen richtig beantworten kann, bekommt dafür ein Radiomodul. Dann können wir nicht Radio hören. Das stimmt. Und ohne das Radiomodul können wir später auch nicht das Relaxo aufwecken. Genau. Hier trainiere ich. Radiomodul ist doch eh ein Pflichtteil, oder? Ich glaube, es ist sogar story-relevant, weil du dann darüber später etwas erfährst im Spiel. Teenager Guido. Guido hat uns lieb. Hat sie bleibt. Ja, wir sind nach dem zweiten Orden. Ne? Das Dungeon danach noch und die Gegner haben Level 7er Pokémon. Ja. Sie haben zwar die Arena-Leiter gut angepasst, weil wir haben schon zweimal mitbekommen, dass sie eindeutig stärker geworden sind, aber die restlichen Trainer scheinen vielleicht immer die Top 4 auch stärker sind? Vielleicht sind sie schon Level 50 dann? Ich glaube, sie sind auch vielleicht so 2-3 Level stärker, aber was halt in dem Spiel gut ist, es gibt die Rematch-Funktion. Das heißt, wenn wir dann die 16 Orden haben, dann sind die Top 4 stärker nochmal, die haben die Level 70er und 80er Pokémon und wir können gegen alle Arena-Leiter nochmal kämpfen, mehrmals, und die haben auch Level 70er Pokémon. Das macht das Trainieren dann am Ende sehr viel einfacher. So, Challenge machen wir übrigens gerade keine. Wir sind noch aus dem Stein nicht weit raus. Und bist du gerade jetzt erstmal wieder so? Wir können ja im Nationalpark wieder Challenges machen, obwohl das Käferturnier. Nur wenn wir daran teilnehmen, man kann auch ohne. Welche Tage ist Käferturnier? Montag, Mittwoch, Sonntag, glaube ich. Irgendwo, wenn das dienstags ist, können wir das nicht heute machen. Also in der Folge eh nicht mehr. Ich denke auch, dass wir vielleicht heute nicht unbedingt mehr da reinkommen werden. Mal sehen. Die Stunde ist schon wieder rum. Ja. Level 16, komm, willst du nicht mal was lernen wieder? Sandan, niemand mag Sandan. Harald, aus Jöblatt. Ja, oder so, ja. Sandan, ein Pokémon, was wir noch nicht kennen. Also schon, aber was wir noch nicht fangen müssen. Wenn ich nicht kenne, meine ich natürlich nicht, dass wir das noch nie gehört haben, sondern dass wir, also, das, was wir, einfach, wir das in diesem, dass wir das in diesem Spiel noch nicht gesehen haben. Ja, natürlich. Ich mag Sandan. Typ Boden, schwach gegen Eis, Wasser und Pflanze. Hohe physische Verteidigung, hohen physischen Angriff. Ansonsten... Echt? Das hat hohen physischen Angriff? Ja, ja. Meinung kann das gar nichts.
Es ist sehr defensiv und sehr offensiv, aber es ist halt ziemlich langsam und darum wird es meistens besiegt, bevor, also zum Beispiel Surfer macht es mit einem Treffer kalt und all sowas. Aber ansonsten... Schauen wir mal, was Kopfnuss im Kampf kann. Ist Sandan eigentlich ziemlich cool. Und Sandama, hast du schon mal Shiny Sandama gesehen? Das hat rote Klauen, das sieht aus, wenn es im Blut... Ja, es sieht vielleicht toll aus, aber es kann nicht. Es ist mega stark. Ich so, Harald erreicht Level 18. Ich mag Sandama. Außer Angriff kriegt alles zweimal mit. Reflektor, das... ist was, was ich nicht beibringen würde, aber ist ja deine Option. Weil Reflektor ist das, was die physische Verteidigung erhöht. Aber das hilft, erhöht ja auch die physische Verteidigung. Also, du bist lieber Giftpool, das ist besser, oder? Das ist für 5 Runden fürs ganze Team. Machen wir es weg, brauchen wir nicht. Nee. Zum Glück können wir später mit einer Arztschuppe neu kaufen. Genau. Ein Blitz hat er gesagt. Nein, Potzblitz. Potzblitz. Was will denn der Greg schon wieder? Ich will deinen Radfratz nicht sehen. Guten Tag, Gregor, Rad. Wie geht eben euch ein wildes Kuhn, damit du einem Fass nicht gerade schon gesagt hast? Und so hat sie Bohnen, dass ich nee, es war vorhin ein Hornlio mit einem Schlag. Greg, Junge. Was hast du erzählt? Früher hat dich Annette erneut angerufen. Das ist bei uns jetzt, glaube ich, Greg. Willst du mir nicht auch deine Nummer geben? Ich habe noch nicht genug Telefonpartner. Wenn du mein Training noch nicht reicht, muss ich eben Überstunden machen. Mein Ziel ist nämlich, um jeden Preis einmal Rennerleiter zu werden. Uiuiuiui. Wir haben übrigens nachgeguckt. Du und Duster gibt es wirklich erst am Ende? Ja, also leider in. Ach, ich hatte Schutz aktiviert. Okay. Leider erst an Route 7 in Kanto drüben. Und ich sehe gleich um die Pension, da können wir einen Pop, gibt's auch einen PC, da können wir Quapsel rausholen. Das stimmt. Ein Traum. Ui. Traumato hatte ich auch noch nie trainiert. Lohnt sich, findest du Traumato lohnt sich? Ich finde Traumato ist ein Pokémon, was ich noch nie benutzt habe. Es ist recht defensiv stark in der Physis und bestimmt Spezialangriff recht hoch, weil es ja Psycho-Pokémon ist. Das Einzige, ich was glaube, ich das ist gar nicht so speziell angebracht. Das macht, glaube ich, eher sowas wie Zen-Kopfstoß, Kopfnuss und sowas. Ist das, glaube ich, eher ausgelegt. Ja, keine Ahnung. Was ich weiß ist, das war mein allererstes Shiny-Pokémon, was ich jemals gefangen habe, mal abgesehen vom geskripteten roten Garados. Ich habe nämlich im Original Silber hier ein Shiny-Traumato gefangen. Yes! Ein Traumauto. Traumauto. Tatsache. Willst du das als Spitznamen gleich nehmen? Das kann sich an jeden gefressenen Traum erinnern. Die Träume von Kindern bekommen ihn besser. Wir haben jetzt bald einen Hutut, ein Quapsel und ein Traumauto, was jeder die Hypnose kann. Möchtest du es gleich Traumauto nennen? Wollen wir das machen? Sonst ich hätte Terre oder sowas genommen. Machen wir doch Terre, das klingt doch viel besser. Mach das mal mit der Tastatur, da können wir vielleicht schneller fahren. Terre? Oder wie möchtest du? Ach, boah, scheiße, ja, nenn mal Terre. Terre? Ja, okay. Passt, dann nehmen wir noch ein Haar weg, aber egal. Zu spät. Wir haben 2 Haar gekauft. Ich habe ja ein Traumato. Wunderschön. So. Können wir ein Pokémon in die Pension geben, vielleicht unser Traumato? Mit wem noch? Achso, können wir schon 2 geben? Ich. Natürlich, seit Original... Machen wir hier nochmal 1 oder 2 Kämpfe, um zu gucken, was es hier noch gibt? Seit Original Gold und Silber ist das mit 2 Pokémon möglich. Das wäre ganz gut, aber wir können nicht tauschen. Richtig. Aber selbst Kadabra rockt das ganze Spiel, aber... Hallo. Wir müssen es jetzt fangen. Wir haben am Anfang gesagt, keine Tauschentwicklung. Wir versuchen es. Trotzdem, einfach so für Vollständigkeit halber. Superball. Warte. Nee. Hat aber noch kein Hundinitiative, nee, oder? Es ist noch nicht zu schnell. Aber da war es eh noch nicht, da war es nicht so dringend, brauchen wir kein Superball. Nee. Probieren wir es einfach mal. Mit Gemütlichkeit. Es kann nur Teleport, wenn wir es nicht fangen, ist es weg. Mein Bruder, er hat ja immer Simsala gehabt und ich habe mich immer für Gengar entschieden. Er hat immer noch immer Kraftreserve gleich beigebracht, damit er mal weiter kämpfen kann. Kraftreserve hat man, glaube ich, als TM am See des Zorns, oder? So spät erst? Damals kann ich mir, damals in der zweiten gab es, glaube ich, Kraftreserve als TM am See des Zorns. Dann erinnere ich mich vielleicht gerade noch ein Traumato. Oder ich erinnere mich an ein anderes Spiel. Ich glaube, ich muss Harald auch mal wieder rausnehmen, der ist nämlich an erster Stelle. Hat aber schon sein Level abbekommen. Ich glaube, Kraftreserve. Gegen diese ganzen Psycho-Pokémon hier könnte man bestimmt Zubat gut trainieren, weil Kehrtwende und bisher beide Vorteile haben. Das zugegeben, sollte natürlich auf Zubat nicht so oft passieren. Genau, zugegeben, Konfusion hat ja Vorteil auf ihn, aber ich denke trotzdem, dass es machbar sein müsste. Er ist ja schneller als die meisten Pokémon. Jetzt haben wir 2-mal Traumato, 1-mal Aura gesehen. Ich denke mal, das reicht für die Route. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal ins Hochgras, wenn wir die Folge am Ende... Erstmal mal die paar Kämpfe weiter. Immer schön speichern. Was mit dir, Mr. Pokémon? Ich habe gerade meinen Pokémon aus Pansirna abgeholt. Sehen wir mal, wie stark sie sind. Wenn ich die Musik höre, denke ich mal, der pöbelt mich an. Das klingt immer so, wie der pöbelt Hübels an. Ich da, guck ihn dir an, was für ein Pöbelgesicht das ist. Pokéfan Matthias, 2 Pokémon.
Schweighöfer schickt Snubbull in den Kampf. Noch kein Typ Fee, sondern Typ Normal. Genau. Verdammt, es hat Bedroher. Auf einmal Stufe 13 schon. Na, dann würde ich jetzt sagen, Kehrtwende. Schicken wir Hut in das Rennen. Und füllen bei Batman unseren Angriffswert wieder auf. Hut. Ja. War auch kurz vor Level Up, oder? Ne, hat er jetzt erst bekommen, okay. Ah, sie war Hutu rockt trotzdem durch. Wir müssen Hutu ja irgendwann weiterentwickeln. Übrigens, ich habe mich gewundert, dass sich Voltium schon Level 15 entwickelt hat. Ich dachte, Level 18. Ja, es ist recht früh scheinbar, aber zum Apharos ist erst Level 36, oder? 30, oder? Echt? Ich habe es nie benutzt. Ich hätte mir vorstellen können, dass bestimmt auch. Ich dachte 18 und 32, aber jetzt 15 habe ich irgendwie Gefühl, das könnte doch 30 gewesen sein. Oh, mach nee. Aufruhr, ja. Wenn es dann Angriff den ganze Zeit reduziert. Gar nicht darauf geachtet, dass das wieder Charm gemacht hat. Ich dachte, das hat nochmal Routenschlag gemacht. Das hat ja keinen Schaden gemacht. Das hat ja zweimal Charme eingesetzt. Ich dachte, das hat nochmal Routenschlag gemacht. Ach so. Voltilam, da wechseln wir mal lieber aus. Mit Batman. Nee. Schon wieder halt. Halkoden wäre ein. Obwohl wir mit Kopfnuss wahrscheinlich gewinnen, wäre das ein ausgeglichenes Battle. Und gegen Flug-Pokémon sind aber Elektro-Pokémon ein Vorteil. Wir hätten ja sofort wieder Kehrtwende machen können. Der darf halt seine BB bekommen. Jetzt kriegen wir dafür eine Paralyse ab bei Statik. Nee, eben bei Rasierblatt, der nicht direkten Körperkontakt herstellt. Mit Kopfnuss hätten wir eine Paralyse bekommen können. Gibt es hier eigentlich diesen Trick noch, dass du Pokémon auf der Box ablegst, wieder aufnimmst, dann sind sie geheilt? Natürlich. Pokémon, die. Theoretisch brauchen wir eine Pension, theoretisch ist die Pension auch ein Pokécenter, wenn man den Trick kennt. Genau, weil PCs, Pokémon, die im PC lagern, immer topfit sind. Oh. Böser Anruf. Hallo Cloud, wie geht es dir? Ich habe mir neulich beim Einkaufen mit das dachte ich, ein nützliches Item gefunden und ist von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Hol es dir bitte beim Lieferanten nämlich gegen Kaufhaus oder so Pokémon Supermarkt ab. Du wirst es sicher brauchen können. Das hat sie damals aber nicht gesagt, wo wir das abholen konnten. Doch. Oder? Also hat sie damals aber nicht angerufen, oder? Sie hat aber damals, glaube ich, auch schon gesagt, was für ein Item es war. Mein Pokémon kannte Attacken, von denen ich nicht wusste, dass es sie hat. Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Mein Pokémon kannte Attacken. Also sein Pokémon. Seins, weil in der Pension lernen ja Pokémon neue Attacken wieder. Man verlernt ja den obersten Attackenslot und lernt dafür eine neue Attacke, wenn es in der Pension eine neue Attacke lernt. Okay. Darum muss man ja aufpassen, dass man seine guten Attacken nach ganz unten setzt, damit die nicht verlernt werden. In meiner Klasse bin ich der Pokémon-Experte. Haha, was für eine Noob-Klasse. Welche Attacken macht da unten? Muss man die setzen und dann nach oben bei Pension? Es verlernt die oberste Attacke und rutscht dann alle Attacken einen Slot nach oben weiter. Wüsste ich auch immer nicht. So, Menki, neues Pokémon-Typ Kampf, wir sind im Vorteil, können aber leider keine. Wir können nur Attacken, die im Nachteil sind. Richtig, ich wollte gerade sagen, wenn wir Flügelschlag könnten, wären wir im Vorteil. Was weiß ich, Superschall. Geht natürlich daneben. Schade. Ich dachte, Menki kann nur Karate-Schlag, das wäre ja ein total nutzlos gegen uns. Wahrscheinlich danach, was ich mache, mal Kehrtwende und schicken Hutut wieder ins Rennen. Ja, Hutut macht hier einen schnellen Sieg, weil Kampf schwach gegen Psycho und gegen, das habe ich in den letzten Folgen mal schon erwähnt, so ein paar Vor- und paar Nachteile von Typen. Kehrtwende. Jetzt mal Ruheort gemacht zum Heilen. Oh, dann machen wir. Solange wir noch verwirrt ist, machen wir Ruheort. Theoretisch können wir den auch, wenn der sich weiter verwirrt, selbst verletzt, wenn sich jetzt wieder selbst verletzt, fast besiege ich ihn. Nee. Aber jetzt sind sie weiter eingesogen. Der wirklich Karateschlag Volltreffer macht. Also macht Karateschlag hätte ja wieder Schlag. Nicht effektiv. Und vierfach nicht effektiv, also ein Viertel. Auf Gift und auf Flug nicht. Ja, und darum. Guck mal, so viel machen wir mit Kehrtwende. Hätten wir mit Biss auch gemacht. Mit Biss hätten wir mit Gläs ein bisschen weniger gemacht. Das, nee, das ist Quatsch. Hutu und Schnabel und da hat sich das. Da ist das am Sack. Dann ist der Drops gelutscht. Müssen wir ja gar nicht noch mehr Zeit verschwenden, also sowieso immer schon verschwenden. Dann ist die Gurke gegessen, dann ist und ich glaube nicht, dass der Karateschlag am Ende schon Kratzer, Energiefokus und Silberblick kann, wird er wahrscheinlich nicht noch. Auf Level 10 glaube ich noch nicht, also Macholo beginnt mit Karateschlag und Menki lernt glaube ich erst noch Fußkick oder sowas davor. Dick da. Typus Virus. Attacke Gruselflügel. Wo denn? Kann bestimmt keinen Stern machen, doch immer Batman weiter. Nein, es kann keinen Sternwurf, keine Angst. Boden ist zwar die Schwäche von Gift, aber hat der Flug keine Wirkung. Gibt Folge auf Batman. Genau. Batman ist von Dicta. Das ist ungefähr. Dicta bringt, glaube ich, keinen Erfahrungspunkt. Der hat aber auch keine Verteidigung. Deswegen könnte schon relativ schnell. Genau, gehen. Der einzige Wert, den Dicta wirklich hat, ist Initiative. Die ganzen restlichen Werte sind schlecht. Und Angriff. Auch nicht wirklich. Also Dicktri meine ich jetzt auch. Ja, ich weiß schon. Aber Dicktri ist halt wirklich. Es ist auch eines der absolut schnellsten Pokémon. Aber es hat dafür die anderen Werte ziemlich schlecht. Also wenn Dicktri ein Stub-Erdbeben am Anfang macht. Und selbst wenn das sehr effektiv ist, bist du teilweise noch bei 50%. Okay.
gerichtet sie eigentlich die Erfahrungspunkte, die man von Pokémon bekommt, auch nach den KP, die das Pokémon hat? Nein. Weil ich manchmal gedacht habe, wenn man gegen Wailord oder so kämpft, kriegt man übelst viel Erfahrungspunkte, weil sie hat übelst viel KP hat. Oder halt Tyra, wenn man dann aber gegen andere Pokémon kämpft, die wird viel schwerer, dann kriegt man viel weniger KP. Also es kann sein, dass die Entwickler sich danach richten, wie viel KP sie haben, wie viel Erfahrung sie als Belohnung dem Spieler geben, aber es ist von den Entwicklern einprogrammiert, welches Pokémon auf welchem Level wie viel EP bringt. Das hat nichts mit dem KP-Fall zu tun. Okay, so keine Spezialverdecken bekommen wir dazu. Schade. Lorenzo. Nein, na, aber na gut, Rest habe ich nicht gelesen. Das ist bestimmt unwichtig. Für die, die es doch wichtig ist, zurückspulen, Pause drücken. Wenn du in unsere Klasse gingst, wäre ich nur noch die Nummer 2. Nein, das geht ja gar nicht. Soweit lasse ich es nicht kommen. Ich werde fleißig trainieren. Tauschen wir Telefonnummern, dann können wir öfter miteinander üben. Natürlich. Jawoll. Weißt du, wenn ich jedes Mal über dieses Wingel... Wenn ich kampfbereit bin, melde ich mich wieder bei dir. Wenn ich jedes Mal über dieses Jingle rüber singe, dann hört das Publikum genauso wenig das Jingle, wie es deine Lieblingslieder hört, wenn du drüber pfeifst. Ist egal. In manchen dieser lernen... Come on, let's battle. Lyra. Ah, Opa! Musik ist aber beruhigend. Bist du mit der Arbeit fertig? Das Pokémon, das du mir gegeben hast, ist gesund und munter. Du scheinst auch echt fit zu sein. Oh, Cloud. Ich will dir jemanden vorstellen. Das hier ist Cloud, ein Trainer. Mein Freund. Er hat schon in meinem Bett geschlafen. Ich glaube, er hat großes Talent. Aber du bist natürlich viel... Was? So ein alter Sack. Komm mit, Cloud. Aber es verführt uns. Oh. Zwischen ihr und uns steht immer Meryl. Das stimmt leider. Oma! Ich möchte dir gern meinen Freund Cloud... Oh, jetzt geht's los. Bist du bereit, Cloud? Oh, meine Enkelin hat sich also einen Burschen geangelt. Oh, ich werde mal die Oma lesen. Oh, meine Enkelin hat sich also einen Burschen geangelt. Sieh mal einer an. Aber Oma, was redest du denn da für komisches Zeug? Er ist doch nicht mein Stecher. Wir sind einfach nur Nachbarn und nicht etwa... Also... Schon gut, meine Kleine. Wenn du Wert darauf legst, dass wir ihn kennenlernen, da hat er bestimmt Talent. Du kannst uns jederzeit gerne wieder besuchen kommen, Cloud. Okay, dann... Dann mache ich mich mal auf den Weg. Diese total sinnvollen Dialoge. Oh, fast hätte ich's vergessen. Schenk mir was. Ja, das ist meine Nummer auf... Oh, Cloud, ein Mädchen hat dir seine Telefonnummer gegeben. Du musst gefeiert werden. Sprichst du auch manchmal mit dem Pokémon, das du spazieren führst? Je nachdem, wo oder in welcher Stadt du gerade unterwegs bist, reagiert es immer unterschiedlich auf dich. Ich beobachte meine Pokémon immer ganz genau und merke mir ihre Reaktionen. Wenn du mich anrufst, erzähle ich dir gerne mal ein bisschen was darüber. Bevor du etwas sagst, Oma, ich will seine Nummer nur, weil wir beide Pokémon-Trainer sind und nicht, weil ich auf ihn stehe. Versteh das bitte nicht falsch. Ist das ihre echte Oma oder ist das, sagt sie noch Oma? Nein, hier, okay. Im Spiel ist Lyra wirklich die Enkelin von dem. Das wäre ja sonst relativ unfreundlich zu den Leuten, die sagen Oma. Nein. Also hier sind es wirklich die Großeltern. Bevor wir mit der Frau reden, reden wir draußen erstmal mit dem Opa. Okay. Oder er spricht mit uns. Oh, ich habe eine Idee. Soll ich dir vielleicht die Telefonnummer von mir und meiner Frau da lassen? Auf diese Weise kannst du dir immer mal danach erkundigen, was deine Pokémon so machen. Ich gebe sie dir einfach mal. Achso, genau, das ist dafür da, dass du... Bam. Das ist dafür da, dass du sozusagen unterwegs gucken kannst, ob ein Ei fertig ist oder nicht. Genau. Jetzt haben wir zwei Nummern. Ja. Der eine sagt bestimmt, ob die Pokémon sich vertragen und der andere sagt... Nein, genau, der Opa, das ist der, der wieder sagt, sie verstehen sich, sie ist ein Ei, ist fertig und so weiter. Und die Oma sagt dir, es ist um so und so viel Level gestiegen. Mhm. Ich kümmere mich um die anderen Pokémon, wenn ich eins von der Pokémon aufziehe, dann spreche ich mit meiner Frau. Genau. Und die Frau ist halt wie die sagt, es ist um so zu viel Level gestiegen und der Mann sagt, ob sie sich vertragen und ob sie Eier haben oder nicht. Wollen wir jetzt einfach mal ein paar Pokémon abgeben? Was haben wir denn auf der Box, die wir noch brauchen? Ich glaube... Können wir Carpador abgeben? Also wir können ein Pokémon abgeben, erstmal ja. Aber die Wache ist, willst du zwei abgeben, um schon was zu züchten, oder? Nö, oder? Ja, ich glaube, wir haben auch noch nicht wirklich was züchtbar ist. Aber wir wollten ja... Ich werde jetzt erstmal Onix endgültig aus dem Team werfen. Und Drehrumbum hineinnehmen. Wir müssen noch einen Raum. Aber wenn wir Traumato auch noch nehmen wollen, wir können uns erstmal die Pokémon-Typen und Wesen und so angucken. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Okay, Töre. Robust. Das ist, glaube ich, ein neutrales Wesen. Genau. Insomnia. Spezialverteidigung extrem hoch. Spezialverteidigung hoch. Okay, ich dachte, dass er physische Verteidigung hat. Kann nicht einschlafen. Die Offensive ist relativ ausgeglichen. Attacken sind eigentlich auch alle nicht schlecht. Keine Attacke, wo man sagt, 100%iger Reinfall. Mhm. Geh mal hoch zu Quapsel. Hätte ich einfach auf hochdrücken können? Genau. Locker. Ist, glaube ich, auch neutral. H2O Absorber. Nee. Verteidigung steigt. Und Initiative minus. Okay. Ist das gut? Eigentlich ist ja Initiative gut. Die Initiative wäre nicht schlecht. Ja, aber nett. Lassmacher, Blubber und Hypnose. Das ist halt so. Ist eigentlich ganz okay, oder? H2O Absorber, naja, ist nicht so sinnvoll, ja. Aber. Nein, das ist sowieso nicht effektiv. Das ist die Frage. Also, meinetwegen können wir gerne beide ins Team aufnehmen, auch permanent. Erstmal überlegen, wollen wir auf Togepi abgehen? Die Pension? Oder ist Togepi so wichtig, dass man sich abgeben sollte? Die Weiterentwicklung? Nein, das ist ja eh Schwachsinn. Die entwickeln sich in der Pension eh nicht. Ist Togepi gut, wenn man das selber trainieren würde? Wäre das gut oder hättest du gesagt, Togepi ist immer ein Reinfall? In der vierten Generation, im offiziellen Diamant und Perl Spielberater, ist Togekiss, also die letzte Stufe von Togepi, als das Spezialangriff offensivste Normal-Pokémon eingestuft worden. Ich habe nicht Togepi noch nie. Wie ist ein Togepi? Wann entwickelt sich denn das? Ich glaube, die erste Entwicklung ist durch Freundschaft. Weil die erste ist durch irgendeinen Stein und dann die zweite durch Freundschaft. Irgendwie sowas ist komisch. Ich habe es auch noch nie gespielt, weil ich es einfach hässlich finde. Wollen wir eins von diesen beiden abgeben? Wenn du es möchtest. Wollen wir Onix abgeben? Ich hätte auch gar keins abgegeben, ist doch Schwachsinn. Ach, dann können wir die Funktion schon mal nutzen. Traumato, wollen wir beide mitnehmen oder eins von beiden? Mir können wir gerne beide mitnehmen. Wir können ja den müssen natürlich einen rausschmeißen. Ja, wir können ja den VM-Sklaven ablegen. Obwohl, der kann auch zerschneiden an Traumato. Und Zertrümmerer kann er, glaube ich, auch lernen. Wir könnten ja, wenn wir die Forms wieder brauchen, ihn dann wiederholen. Oder wir sagen halt an der Stelle schon permanent Tschüss für Huthut, weil Quapsel kann auch Hypnose. So verlieren wir zwar unseren Schnabel. Aber Zubat wird bald Flügelschlag lernen, dann brauchen wir auch Schnabel nicht mehr. Gucken wir mal, was wir so lernen können, bevor wir. Und dann überlegen wir, ob wir Pokémon in die Pension geben. Zehn Minuten können wir auch noch machen, finde ich. Ja, gerne. Ein bisschen länger. So, gucken wir es mal in den Beutel, was die Frau... Ich glaube, Traumato kannst du ja Schneider lernen. Ich meine, bis Traumato so viele Attacken kann, wo wir sagen müssen, da müssen wir Zerschneider, aber unbedingt wegmachen, sind wir auch beim Attackenverlerner. Ich glaube, der lernt auch Kopfnuss von sich aus, da müssen wir gar nicht zurückgehen. Genau. Kann er gar nicht lernen. Oh, nee. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Nein, nicht Harald. Wir können nicht Harald. Wir können ja den VM-Sklaven wieder mitnehmen, wenn wir es wieder das nächste Mal brauchen. Da hätte ich jetzt fast gesagt, dann nehmen wir Quapsel nicht mit. Aber das ist super gefreut. Ja, aber... Außerdem hätten wir dann Wasser-Pokémon. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt Traumato mit. Und wenn es in der nächsten Stadt Wassersteine zu kaufen gibt, dann tauschen wir Traumato gegen Quapsel. Wenn es jetzt aber keine Wassersteine zu kaufen gibt, in dem großen Kaufhaus in der nächsten Stadt, spoiler ich jetzt schon mal, dann nehmen wir Quapsel nicht mit. Okay. Weil ich dann nicht weiß, weil mit Quapuzzi können wir nichts anfangen. Wenn, dann bräuchte ich wirklich Quabo. Das ist eine berechtigte Überlegung. Gut, dann machen wir das auch. Vor allem Sklave, willkommen zurück. Ich würde dann aber jetzt schon mal, was ist männlich und das ist weiblich? Ein Onix und ein Kokuna, ob die sich paaren können? Die sind nicht in derselben Eingruppe. Es wäre vielleicht maximal Rattan und Onix, weil beides Schlangen sind. Aber... auch da bin ich mir äußerst uneingenommen. Damit würden wir Rattans züchten. Weil es ja auf die Mutter geht, was aus dem Ei herauskommt. Ach so? Die Mutter ist bestimmt, welches Pokémon schlüpft. Und der Vater vererbt die Eierattacken. Entwickelt sich Onix in der Pension eigentlich schneller, weil es spezielle Erfahrungspunkte bekommt? In der Pension gibt es keine speziellen. Ich würde den Onix trotzdem mal abgeben. Wir können auch meiner. Boah, guck dir Onix an. Ist das gewaltig? Aber nicht trotz vor einer. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, wir können auch Onix und Rattan abgeben. Gerade wolltest du noch gar keins abgeben. Ja, aber wenn du jetzt sagst, du gibst eins ab. Also erstmal gucken, wie die Attacken aussehen, das war ich das. Das ist egal, es hat keine wichtigen Attacken, die es verlernen würde. Es hat Kopfnuss, das wir wieder beibringen können, Tackle, Klammergriff und Kreideschrei. Kreideschrei würde ich nicht unbedingt verlernen wollen. Ja, aber solange wie wir es hier abgeben. Ja, ich meine, verlernt es eh alle. Wenn wir Kreideschrei wirklich brauchen, dann hätten wir es ja im Team gelassen. Weg damit. Rattan zum Beispiel kann man auch einfach so abgeben, wenn wir es wollen. Mich würde vielleicht interessieren, ob die beiden Eier abproduzieren könnten. Ob die in derselben Eigruppe sind oder nicht. Können sie Eier produzieren? Bei einer 1 bis 3 ja, bei einer 4 bis 6 nein. 5, sie können es. Würfel unter den Tisch gefallen. Nehmen wir also noch einen Rattan mit. Geben es ab, der Würfel hat entschieden. Wusstest du, dass Rattan... Redi, Vidi, Vici, ich würfelte, ich gewann und ich habe mich geirrt. Wusstest du, dass Rattan rückwärts für Natter ist?
Wusstest du, dass unser Pokémon-Spitzname Natter heißt? Wenn du Natter rückwärts sprichst, kommt Rettan raus. Hast du Rettan? Wusstest du, dass Yomi das japanische Wort für den Gedanken des Gegners lesen und darum herausahnen, was er als nächstes machen möchte, ist? Nein. Und wusstest du, dass Katana das Wort für japanisches Schwert ist? Kurzschwert, oder? Ich dachte nur japanisches Schwert. Glaube, du versaust mir meinen Witz. Tut mir leid. Nehmen wir Zubat noch mit? So. Hutut ist ab heute auf Bewährung? Ich glaube sogar, dass... Also Hutut oder je nachdem, wie wir Wasserscheine finden, auch nicht. Ich glaube sogar, dass es jetzt in dieser Stadt schon den Namenbewerter gibt. Ich glaube, Hutut ist allgemein auf Bewährung. Es könnte auch sein, dass wir im Käfergebiet oder danach irgendwo anders etwas Besseres finden. Ja, natürlich. Und beim Namenbewerter... Thoreau oder erstmal Batman? Erstmal weiter Batman, oder? Oder Thoreau. Aber gut, wenn Thoreau vielleicht rauskommt mit den Wassersteinen, das wissen wir auch wieder. Guck mal, wie sieht's mit Pokémon aus? Wir Harald nochmal schnell ablegen und wieder aufnehmen. Nur für die schnelle Heilung. Achso, ja, natürlich. Was soll ich sagen? Genau, also ich glaube, der Namenswert ist hier schon drin. Dann werden wir Batman in Batwoman umbenennen. Ja, können wir machen. Und dann... Der Namenbewerter, kann man auch Spitznamen ändern? Bewertet der die nicht nur? Und sagt, nein, oh, schön, er heißt Namensbewerter, aber er ist dafür da, dass er den Spitznamen ändern kann. Okay. Dann nehmen wir jetzt unseren Teamleader wieder mit. Harald, unser Champ. So langsam ist auch die Witze ausgelutscht über seine Schwäche. Deswegen. Nein, ich Megania, ich finde, das ist ein tolles Pokémon auch. Und zumal wir jetzt die beiden Arenen, in denen es Nachteil hat, hinter uns haben, ist das ja jetzt auch nicht mehr weiter tragisch. Okay. Die Polizisten sind auch Nachtskämpfer. Auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Genau, wenn wir jetzt nachts die Folge aufgenommen hätten, hätte er gegen uns gekämpft mit, ich glaube, einem Fukano Level 16 oder so. Okay. Der hat bestimmt die übelste Reichweite. Ich wette, der hat auch gewusst. Wow. Wenn wir hier lang gelaufen hätte der bestimmt uns trotzdem erwischt. Hau nicht das Mikro. Ich vertraue meinen Fähigkeiten als Trainer. Möchtest du dich überzeugen? Haben wir denn eine Wahl? Gut. Bestimmt alles das Mikrofon verstellt, weil ich dagegen gehauen habe. Camper Bodo. Anton. Schielt es ein bisschen? Nein. Anton schielt nicht. Es ist noch nur Wasser. Mein Glück haben schreckt es ein paar Mal zurück. Volltreffer. Anton ist eigentlich auch ganz cool. Also Anton hier bei Entoron. Ja, aber das ist halt die Sache, weil die ja beide so eher Wasser und ein bisschen Psycho sind, habe ich aber trotzdem immer lieber Lamus genommen. Weil Lamus... Hatte noch nie ein Fleckmann. Ich dachte mal, Fleckmann trainiert sich auch ein bisschen schwer. Es trainiert sich schwer, weil es halt super langsam ist und man halt ewig braucht, um die Kämpfe zu gewinnen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ein Lamus ist schon echt unkaputtbar. Irgendwie hatte ich auch im Hinterkopf, dass man das mit Wasserstellen entwickeln muss. Wollen wir nochmal kämpfen, wenn unser Pokémon besser trainiert sind? Ja, sollten wir wohl Telefonnummern tauschen. Was sagst du? Jawohl. Zeit für das nächste Jingle. Oh ja. Sorry? Nicht so laut. Die Nummer wurde im Pokémon registriert. Cool, wir bleiben in Verbindung. Ein Glück, dass wir das hier ohne Webcam spielen, sonst würden die Leute sehen, wie wir jedes Mal total bescheuert rumtanzen, wenn dieses Jingle kommt. So, die nächste Stadt. Da schauen wir nochmal ganz schnell, was es in diesem Gras gibt, bevor wir die nächste Stadt betreten. In die Themen zum Beispiel. Das habe ich gar nicht gewusst, aber... Na, in dem Grasfeld da unten sind auch ziemlich viele leere Stellen gewesen, da ist bestimmt auch irgendwo ein unsichtbares Item. Wenn irgendwo ein Traumato Level 15 oder so bekommen sollten, die durch Zufall, dann schmeißen wir das andere Traumato direkt wieder raus. Verhinderung von Kehrtwende. Nein, stand da. Vorahnung auf Kehrtwende. Das ist quasi die Fähigkeit, die dem Gegner sagt, wenn der Gegner eine sehr effektive, sehr starke Attacke besitzt, dann weißt du das. Das Problem ist bloß, die Attacke ist bei den meisten strategischen Kämpfen die Fähigkeit ist völlig nutzlos, weil wenn der Gegner mehrere sehr gute Attacken kann, steht einfach bloß da Traumato erschaudert. Das heißt, du hast keine Information gewonnen, weißt bloß, der Gegner kann wahrscheinlich... Das stand aber da, der erkennt Kehrtwind und Biss hat er nicht erkannt. Ja, weil Biss halt nur Stärke 60 hat und das ist für ihn keine sehr starke Attacke. Aber zum Beispiel, wenn du hast Erdbeben, Flammenwurf und sowas, dann würde da stehen, der Gegner erschaudert, weil es halt für ihn so viele starke Attacken sind, dass er nicht weiß, worauf er sich konzentrieren soll. Okay. Biss... Ich glaube, es kommt keine Konfusion, das müssen wir vielleicht trotzdem überleben. Wird tricky. So, na, auf jeden Fall. Wunderbar. Das könnte er überlebt, glaube ich, in einem, oder? Läuft. Nee, überlebt er nicht. Schreck zurück hieß ja früher, der Gegner ist ausgewichen, in Original Gold und Silber. Mhm. Und da ist folgender genialer Effekt mal bei mir aufgetreten. Ich habe eine Attacke eingesetzt und es standen insgesamt drei Dinge da. Nämlich Volltreffer, die Attacke ist sehr effektiv, der Gegner ist ausgewichen. Wo ich mich gefragt habe, wie kann denn ein Volltreffer sein und der Gegner weicht aus gleichzeitig. Ja, und dann, ja, das war damals immer so ein bisschen so. Kehrtwende, vielleicht besiegen wir es. Oder willst du wieder versuchen, es zu fangen? Kehrtwende? Ja, wenn du es wieder fangen möchtest, gerne, wirf einen Ball drauf. Aber mit Kehrtwende vielleicht besiegen wir es.
Bringt aber bestimmt keine Erfahrungspunkte. Bam! Sehr gut. 107, naja. Haben oder nicht haben. Das wäre natürlich auch was für die Pension, dann war es 5 Level stärker und dann. Warum nicht kommt es hier gleich ins Pokécenter? Vielleicht da links. Wir sprechen noch mit Keim, das machen wir alles dann beim nächsten Mal. Genau, dann machen wir eine Stadtführung durch die größte Stadt Jodos. Aber wir heilen unser Team nochmal, oder? Genau. Oh, wieder kurzes Hängerchen. Lieber ein Hängerchen als ein Pennerchen. Dann entscheiden wir uns auch, ob wir Traum. Dann in der nächsten Folge wird dann noch die Entscheidung zwischen Hutu, Traumato und Quapsel gefällt. Und das nicht per Würfel. Erstaunlich. Genau. Gut, also, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und besuchen Sie uns nächstes Mal zu einer Stadtrundführung durch Dukatia City. Inklusive Radioturm. Und allem, was sonst noch so dazu gehört. Au revoir. Tschüss.